Es gibt Patienten, welche nur für eine Augenlaseroperation geeignet sind, aber es gibt wiederum Patienten, die nur eine Linsenimplantation zur Sehfehlerkorrektur bekommen können. Das sind zum Beispiel Patienten, die einen sehr hohen Sehfehler haben. Das sind Patienten, die eine dünne Hornhaut haben in Relation zum korrigierten Sehfehler. Nach einer Augenlaseroperation brauchen wir eine gewisse Hornhautdicke, welche die Stabilität des Gewebes garantiert. Es sind auch Patienten, welche eine irreguläre Hornhaut haben. Und wenn wir darüber lesen würden, es kann sein, dass der Patient langfristig Probleme bekommen würde. Und es sind auch Patienten, welche auch ein sehr trockenes Auge haben. Mit Implantation einer Fakenlinse umgehen wir das Problem der Trockenheit und dadurch sparen wir uns einfach viele Probleme in der Zukunft. Deswegen die Wahl der Operation ist extrem wichtig für das langfristige Ergebnis.